So, immer noch nicht ganz. Nehmt Platz, ich erkläre es nochmal. In aller Ruhe. Sascha spielt gegen Klaas Markenrate. So wird das funktionieren. Er nennt mir die Koordinate und dann die Marke. Der eine fängt an, der andere zieht nach. Es ist wie beim Elfmeterschießen. Sascha fängt an. Der zuerst eine Marke mehr erkannt hat, gewinnt die Runde. Wer zuerst drei Runden gewinnt, gewinnt das Spiel. Die erste seht ihr jetzt. Okay, ich fange mit A1 an. Mhm. Das sollte Lufthansa sein. Lufthansa, stimmt das? Korrekt. Klaas ist dran. Ja, dann nehme ich C3 Carhartt. C3 Carhartt lösen wir auf. Stimmt. D4 Burger King. Richtig. Klaas. Mich D1 DHL. D1 DHL ist richtig. A4 ist Dropbox. A4 Dropbox. Ist richtig. Klaas. B1 Ford. B1 Ford. Stimmt. Ich probier's mal. C2 PayPal. C2 PayPal. Richtig. A3 Bauhaus. Stimmt. C4 Tempo. Auch das ist richtig. Na komm, dann mach ich's jetzt. B4 YouPorn. Da haben sie alle drauf gewartet. YouPorn, stimmt. Wir lassen das unkommentiert so stehen. Sascha? Mhm. Jetzt ärgerst du dich, dass du dich nicht getraut hast, ne? Ich kenne das nicht. Oh Gott. Ganz ruhig. Sieh dir alles an, du hast auf jeden Fall schon ein paar davon. Ich muss jetzt ein bisschen sehr doll raten, aber A2 könnte Aral sein. Das ist richtig. Klaas. D2 Hasbro. D2 Hasbro. Auch Boah. Das ist richtig. Natürlich. Ist die Karte durchgespielt, kommt automatisch die nächste, so lange, bis einer mit einem Fehler zurückliegt und der andere den darauffolgenden Punkt macht. Das sieht so nach irgendwie C1 Castrol. C1 Castrol. So. Wir lösen sieht auf. Sieht so nach Benzin aus. Edding. Edding. Sollte ich wissen, ne? Sollte ich kennen. Erster Fehler, wenn Klaas jetzt noch eins richtig errät, ist die erste Runde von Team Klaas gewonnen. B3 Hip. Das ist richtig. Der erste Punkt geht an Klaas. Und soll ich den anderen auch noch? Wir lösen die ganze Sache. Wenn du möchtest, kannst auch du erst auflösen. Ich glaube, B2 Generali. B2 Generali ist leider falsch. Na, siehst du, ist doch egal. Wäre Guinness gewesen und aber hast auch noch eine Idee für D3? Ja, das weiß ich nicht. D3, hast du eine Idee? Du warst damit Yamaha, auf jeden Fall, okay. Genau. Ja. Yamaha wäre es gewesen. Aber gut, der erste Punkt ist bei Team 4 sicher aufgehoben. Guinness, ja klar, aber G, ich hatte dieses G vor Augen. Wir gehen in Runde Nummer 2. Klaas, diesmal fängst du an. Mhm. A2 Vodafone. A2 Vodafone. Wir schauen, ob das stimmt. Vodafone ist richtig. Sascha, du bist am Zug. A1 Adidas. A1 Adidas. Richtig. Dann Starbucks 4B. Jawohl, Sascha.
B2 Nike. B2 Nike. Auch das ist richtig. C2 Vella. Stimmt. C3 Levi's. C3 Levi's. Korrekt. B3 Schweppes. Ah. B3 Schweppes. Auch das stimmt. D2 Mini. D2 Mini. Auch das ist richtig. D1 Tesa. Richtig. B1 Lego. Jawohl. A3 Ben & Jerry's. Ben & Jerry's auf der A3. Auch das stimmt. D4 Mattel. D4 Mattel. Oh. Richtig. Ja, jetzt wird's schwierig, ne? Ja, krass. Wir bräuchten jetzt eine Antwort. Ist klar. C4 Corta Consors. Und wie heißt C4? Das? Und wie heißt das? So. Das musst du mir sagen. Ja, so. C4 Cortel Consors? Nee, ne? Drive Scheiße. Now. Sascha, wenn du jetzt richtig liegst, ist das deine gewonnene Runde. Ist das jetzt aber nervig? D3 Real. D3 ja? Real. Ja, ich klatsche mal. Ja, das ist richtig. Damit geht der Punkt für diese Runde an Sascha. Marcel, das wird noch. Und für alle, die mitgeraten haben, hier kommt die Auflösung der anderen. Wir haben noch C1 mit Tic-Tac. Corona. Und Corona auf der A4. Tic-Tac, man hat die alle 16.000 Mal gesehen, alle, aber das ist so. Wir hätten kurz fest, es steht 1-1. Wer zuerst 3 Runden gewinnt, gewinnt dieses Spiel. Wir spielen die nächste Runde Markenraten. Ja, das ist echt irgendwie schwierig, ne? Ach Gott. Oh Gott. Sascha, du bist dran. So. A1 Bärenmarke. A1 Bärenmarke. Ja. D3 Langnese. D3 Langnese. Jawohl. A2 H&M. A2 H&M. Auch das ist richtig. D4 Bags. D4 Bags. Stimmt. B1 Apple. B1 Apple. Jawohl. A4 Playboy. A4 Playboy. Wie habe ich das denn rausgekriegt? D2 BMW. D2 BMW. Jawohl. C3 Schwarzkopf. C3 Schwarzkopf. Ja. D1 Kraft. D1 Kraft. Richtig. Oh. B4 Froster. B4 Froster. Das ist richtig. Das habe ich noch nie gehört. Ich glaube. Aber auch vor. C2 Telekom. C2 Telekom.
Jawohl, das ist richtig. B3 Europcar. B3 Europcar. Ja, das stimmt. Alter. B2 Danone. B2 Danone. Ja. Jawohl. A3. A3. Zalando. Zalando. Shit. Das Publikum ist auch endlich. Zalando, Mann. Oh, Mann. Es sind ja auch nur noch zwei, ne? C1 und C4. C1 Post-its. C1 Post-it. Jetzt voll geraten, ne? So, oh. Klaas, das letzte? Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß es nicht. C4 weiß ich nicht, aber ich muss irgendwas raten. Und im besten Fall ist es richtig, denn Sascha hat richtig vorgelegt, du müsstest richtig nachdenken. Verstehe schon, was du meinst. Gut, ich wollte nur nicht, dass hier Unklarheiten aufkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte nicht, nicht rüde wirken, aber na, ich bin überhaupt unter Druck. Nicht. Es stimmt nicht, aber C4 Skype ist Quatsch wahrscheinlich. Skype auf C4. Ja, Oral B wäre richtig gewesen. Damit geht das an Sascha, denn Sascha hat angefangen, hat die Antwort richtig gegeben. Klaas falsch, dementsprechend geht der Punkt an dich. 2-1 für Sascha. 3 Punkte braucht es, um das Spiel zu gewinnen. Ich kann ihn nicht. Ich werde Marcel nicht mit 0 Euro nach Hause gehen lassen. Das kann ich, deswegen, ich kann nicht schlafen die ganze Nacht. Ne? Ich will das nicht. Wir spielen eine weitere Runde. Und mit einem Auftritt deiner Band in meiner Trottelsendung ist es auch nicht getan. Ne? Klaas, du fängst wieder an. Ja. Fangen wir mal an mit. Wer fängt an? Klaas fängt an. Rittersport 4B. B4 Rittersport. Stimmt. Eieieiei, dann machen wir jetzt aber erstmal. D1 UNICEF. D1 UNICEF. Richtig. C2 Wikipedia. C2 Wikipedia. Richtig. Boah. Brett vorm Kopf. B2 Mediamarkt. B2 Mediamarkt, wir gucken nach. Korrekt. C3 Wilkinson. C3 Wilkinson. Das stimmt. Wer ist er denn nochmal? B3 Peugeot. B3 Peugeot. Richtig. C4 WWF. WWF C4. Stimmt. A1 Ariel. A1 Ariel. Auch das stimmt. B1 Pampers. B1 Pampers. Ja, richtig. Ja, ja. Das kenne ich nichts mehr. Doch, kennst du. D4 Calgon. D4 Calgon. Kriel. Fast. Klaas hat angefangen, das heißt, Klaas hat richtig vorgelegt. Sascha hat versemmelt, damit geht der Punkt für diese Runde an Klaas. 2-2 steht's. Wir lösen kurz auf. Ich bin mir sicher, ihr hättet noch was gekommen. Samsung auch noch, ne? Google Chrome ist auf der A2 beispielsweise. Toyota ist auf der, genau, Toyota. Samsung haben wir noch. Die beiden hätte ich noch gewusst. Ravensburger. Bosch, Heineken, nein. Ravensburger, nein.
2:2 steht es. Wir spielen eine weitere Runde. Sascha, du fängst an. Das ist spannend. Und bitte. What? Wer jetzt gewinnt, gewinnt das Spiel und gewinnt optional 8.000 Euro für seinen Fan. Elvis hat schon 4.000 Euro. Marcel ist noch gänzlich ohne Geld unterwegs. Okay, okay. Wer fängt an? Ich glaub, Sascha fängt an. C2 Magie. C2 Magie. Richtig. C4 Deutsche Bank. C4 Deutsche Bank. Das stimmt. D2 Deichmann. Deichmann D2. Jawohl. B4 Skype. Skype B4. D4 C&A. C&A D4. Die Damen klatschen, das ist richtig. Ist sich jemand sicher? C1 Pringles. Pringles C1. Ach, natürlich. Oh. Oh. A1 Air Berlin. Air Berlin A1. Jawohl. A3 WhatsApp. WhatsApp A3. Was ist denn das überhaupt? Kenne ich nicht, das korrekt. Kenn ich nicht. B3 Windows. B3 Windows. Microsoft. Microsoft. Sicher? Microsoft oder Windows? Ich kenne mich damit nicht aus. Microsoft. Er sagt Microsoft. Das ist so mies. Er sagt Microsoft. Den Moment noch abwarten, bis wir lösen die Lösung enttäuscht. D3. Microsoft. War doch richtig. Jawohl. Sag mal. Klaas. A2 Amazon. Amazon auf der A2. Richtig. I don't like this game. A4 Dr. Oetker. A4 Dr. Oetker. Stimmt. C3 Intel. Intel C3. Scheiße. Jawohl. B2 Nestlé. Nestlé auf der B2. Oh. Jawohl. Scheiße. Sascha hat angefangen, hat also einen Punkt Vorsprung. Und Klaas jetzt falsch liegt, gewinnt Sascha die Runde und das Spiel. Mal vom weiter weg gucken. Ich darf ein bisschen nachdenken, oder? Kurz, das bis ich jetzt sage, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht's um ordentlich was, das stimmt. Nimm dir einen Moment. Das ist eine Automarke. So, jetzt bräuchte ich tatsächlich wirklich mal was, was nach einer Antwort klingt. B1 Fiat. B1 Fiat. Wir schauen nach. Ja! Richtig. Wow! Alter. Puh, ein Nervenkrieg. Boah,
Sascha, zwei Logos sind noch da. Das eins von den beiden. Das ist ganz schlimm. Darfst du dir aussuchen. Das ist jetzt ganz schlimm. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Das ja, du hast angefangen. Gehört. Was vielleicht bald, vielleicht schon gleich. Oh. Sascha, das jetzt nicht hinkriegt, ne, dann haben wir Kohle. Na, Sascha hat angefangen. Wenn Sascha jetzt einen Fehler macht, musst du es erstmal richtig machen. Danach? Was? Sascha hat ja die Runde angefangen. Wenn er jetzt einen Fehler macht, musst du es danach erstmal richtig machen. Und dann ist vorbei. Ja, dann würdest du gewinnen. Ich hab nur wirklich. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich rate D1 Jet. D1 Jet. Wir schauen nach. Boah. Das ist richtig. So, damit hat Sascha vorgelegt. Klaas, das muss jetzt stimmen. Das letzte Ding hier muss stimmen. Das letzte muss stimmen. Das weiß ich nicht. Sonst verlierst du diese Runde und ihr dieses Spiel. Deswegen nimm dir die Zeit. Konzentrier dich. Ich halte die Klappe. Irgendwas mit so. Deutscher Paketdienst. Psst. Im Publikum bitte Ruhe. Bitte. Das ist sonst echt unfair. DPD? DPD, Deutscher also Paketdienst, ja? Ist das deine Antwort? Ja, ja? Sag. D3 DPD, sagt Herr Häufer Umlauf. Wenn das falsch ist, gewinnt Team 3. Ja, ne, komm. Deutsche Bahn, DB, wäre richtig gewesen. 3-2 gewinnt Sascha dieses Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Da erschellt sich die Aufmerksamkeit.